Es geht weiter am Projekt Bachlauf Aquarium an der aktuell größten Baustelle hier bei mir. Das Becken 260 Liter, 1,30 Meter Kantenlänge, 45 tief, 45 hoch. Es hat einen schönen emersen Aufbau, der hat wunderbar funktioniert. Also alles, was ihr hier außerhalb vom Wasser sehen könnt, wird quasi ernährt in dem Sinne vom Aquarium selbst. Ja, also alle Pflanzen hängen mit ihren Wurzeln im Becken drinne. Klappt wunderbar und das Ganze war so, ja, über ein Jahr gesehen, eine kleine Experimentierwiese. Ich habe viel probiert, viel versucht und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich einfach das Ganze mal auf einen etwas anderen Stand bringen, ein bisschen anders dann noch bepflanzen, weitere Arten ausprobieren und dem Ganzen in jedem Falle nochmal optisch eine etwas schönere Note geben. Unter Wasser ebenfalls, da ist sehr, sehr viel eingewandert, was ich so als, ja, mir Bepflanzung vorstellen könnte. Das sind hauptsächlich Kryptokorien, die ich hier eingebracht habe. Also alles, was mit einfachen Bedingungen eben auch klarkommt. Und auch das hat soweit sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich die Bepflanzung nicht eingebracht, ohne ja, mir irgendwelche Gedanken zu machen, wie das Ganze dann am Ende optisch aussehen könnte. Also lediglich erstmal eingepflanzt, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert. Und ja, jetzt ist eben mal so der Zeitpunkt da, wo ich sagen muss, okay, jetzt wird es allerhöchste Eisenbahn, hier mal Hand anzulegen und das Ganze eben mal optisch in eine vernünftige Richtung zu bekommen. Somit heute Teil 1 für die Neugestaltung für das Bachlauf-Aquarium. Auch der Besatz soll ja noch verändert werden. Die schon ein bisschen länger dabei sind, haben es mitbekommen. Da gab es ja einige Probleme von bakterieller Natur, also eine bakterielle Infektionsgeschichte. Das hätte eigentlich ein Melanota India lacustris Artenbecken werden sollen. So war mal der ursprüngliche Plan. Und ja, letztendlich kam es dann doch ein bisschen anders da als gedacht. Jetzt der Besatz eher so ein bisschen spärlich, also auch eine Besatzkorrektur wird in jedem Fall noch vorgenommen werden. Und jetzt erstmal geht es darum, das Ganze optisch ein bisschen herzurichten. Ich möchte mich da in jedem Falle von der einen Seite auf die andere Seite vorkämpfen. Besatz ist ja noch drin. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie riesen Verwirrung stiften für die Tiere. Das soll möglichst in aller Ruhe dann auch durchgezogen werden, sodass, wenn ich auf der einen Seite am Arbeiten bin, die Tiere sich auf die andere Seite zurückziehen können. Der Start für die Neugestaltung ist ja quasi schon gemacht mit dem Einbringen der Monstera Deliciosa hier auf der linken Seite. Die werde ich allerdings nochmal einkürzen. Das hat den Hintergrund, ich habe es ja schon mal angesprochen, dass sie hier einfach im oberen Teil doch sehr, sehr langstielig gewachsen ist. Die war ja vorher in der Küche eingebracht, na, also da, wo das Mikrodevario Kubutai Artenbecken am Entstehen ist. Da war sie vorher in der Ecke, hatte ein bisschen weniger Licht abbekommen. Und dadurch sind eben die Stiele dann doch ein bisschen lang geraten. Ja, ich wollte schon die ganze Zeit eingekürzt haben, aber sie hat ein neues Blatt ausgetrieben und darauf wollte ich definitiv warten, bis es dann komplett entstanden ist. Das ist jetzt mittlerweile auch der Fall. Ich werde noch ein paar Tage abwarten und dann wird sie hier im unteren Bereich einmal komplett eingekürzt, der obere Teil dann komplett neu bewurzelt werden und dann kann sie in aller Ruhe schön von unten heraus neu austreiben. Ja, ansonsten die Emerse-Bepflanzung, na, geht dann auf die rechte Seite rüber gesehen weiter. Einmal alles komplett verändern und eben ganz, ganz wichtig, auch unter Wasser ein bisschen was ordentlich machen. Das Ganze wird auch mit Sicherheit keine schnelle Nummer werden. Also ich gehe mal schon davon aus, dass es einige Videos werden am Ende für die komplette Neugestaltung. Denn natürlich ist das Thema Zeit ein Riesenproblem hier an dem Becken. Das steht bei uns im Wohnzimmer und mit zwei Vierjährigen, ja, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass da nicht sonderlich viel Möglichkeiten eben sind, im Beisein der Jungs da irgendwas zu machen. Ja, die wollen dann helfen und stiften da eher noch mehr Chaos und da ist es natürlich dann schwierig, irgendetwas am Becken zu machen und gleichzeitig zu filmen. Von daher, das Thema Zeit ist eben hier ein Riesenproblem. Aber gut, gut Ding braucht Weile und ich würde sagen, wir fangen mal so langsam aber sicher an. Der größte Punkt, den ich sehe, der mich so ein bisschen optisch stört, sind diese drei Lavafelsen. Einmal hier auf der rechten Seite, dann eben auf der linken Seite und da in der Mitte liegt auch noch mal einer. Da geht dieser Holzast drauf, der ist da drauf verklebt und die drei Lavafelsen stützen quasi den kompletten Emersenaufbau. Sind also für die komplette Stabilität im Emersenbereich extrem wichtig.
Aber optisch gesehen stören sie mich einfach. Na, ich finde, dieses Flussgestein passt hier wunderbar mit ins Becken. Ich habe auch noch einige größere Brocken ausgekramt, die ich ganz gerne hier einbringen möchte. Und die Lava soll ja nach Möglichkeit eben komplett begrünt werden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Taiwan-Moos zu verwenden, also Taiwan-Moos aufzukleben auf die Lava, um sie nach Möglichkeit eben dann optisch komplett rauszunehmen. Wie gesagt, die sind extrem wichtig für den kompletten immersen Aufbau, für die Stabilität. Von daher, ja, verschwinden lassen kann ich sie nicht. Ich kann sie eben nur versuchen wegzucovern und ich hoffe mal, mit Taiwan-Moos wird mir das ganz gut gelingen. So, ich würde sagen, wir fangen mal an und starten auf der linken Seite. Wie gesagt, die Monstera Deliciosa wird dann sicherlich auch der neue Fixpunkt werden im immersen Bereich und deswegen ja, liegt es eigentlich für mich auch relativ nah, dass ich dann unter Wasser eben hier auf der linken Seite auch beginne. Ja, dieses Riesenwurzelwerk von der Monstera natürlich auch ein Thema. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen, wie ich das eventuell mit Hölzern noch so ein bisschen kaschiere. Ja, liegt in jedem Fall noch ein bisschen Arbeit vor mir, was das Becken hier angeht. Ein bisschen was an Kies möchte ich auch noch zusätzlich mit reinbringen. Also nicht nur Sand, sondern eben auch ja, unterschiedliche Größen an Gestein. Neuer Filter soll ja auch noch rein. Ein Hang-On-Filter wird hier reinkommen auf die linke Seite. Also es stehen definitiv noch einige Veränderungen an. Aber ja, irgendwann muss man ja mal anfangen. Ne? Und ich denke mal, mit der Begrünung von dem Lavafelsen hier wäre schon mal zumindest der erste Schritt gemacht. Bei der Bepflanzung, wie gesagt, habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich es eingebracht habe. Ich habe da wenig überlegt, wie es am Ende aussehen soll, weil ich eben wusste, dass ich hier nochmal komplett ran muss. Na, das war dieser Zeitpunkt mit dieser bakteriellen Geschichte von den Lacustris, wo ich eben auch definitiv wusste, okay, besatztechnisch wird sich hier auch nochmal einiges verändern. Also ja, soll die Optik erstmal so ein bisschen hinten anstehen, bis ich mir dann ordentliche Gedanken gemacht habe, wie es mit dem Becken überhaupt weitergeht. So, wir haben hier die Cryptocurrine Wendy Proadleaf. Das sind auch hier zwei schöne Pflanzen, ordentlich gewachsen. Die nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen hier vorne raus. Ja, jetzt kommt natürlich ordentlich was an Mulm mit hoch. Und staubt so ein bisschen ein, das Ganze hier. Ich hoffe mal, ihr könnt dennoch noch was erkennen. Das geht eigentlich relativ schnell und ist dann auch wieder relativ zügig klar. Also ich kann mit bloßem Auge einiges erkennen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe mal, ihr könnt ebenfalls noch was erkennen. Denn ich möchte, wie gesagt, erstmal hier auf der linken Seite dann auch starten. Ein paar größere Steine, die ich hier noch habe. Ja, sowas hier. Aber auch solche Kandidaten, na, um einfach hier ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen, vor allen Dingen auch etwas mehr offenen Schwimmraum zu gestalten. Denn natürlich, wenn ich die Pflanzen hauptsächlich im Mittelgrund eingebracht habe oder eben auch im Vordergrund einfach wahllos reingesetzt habe, dann ist irgendwann auch der Schwimmraum ein bisschen eng. Deswegen sind hier einfach ein paar Veränderungen auch nötig. So, ich habe hier noch einen etwas größeren, das ist wohl der größte Brocken, den ich noch gefunden habe. Der hat so, ich würde mal sagen, gute 25 cm. Den bringe ich jetzt hier in jedem Falle schon mal rein und werde ihn da auf dem Lavafelsen so ein kleines bisschen anlehnen, um den einfach optisch schon mal so ein kleines bisschen rauszunehmen. So, dazu werde ich allerdings hier die Wendy Proadleaf auch noch mit rausnehmen müssen. Ist ja kein Problem, setzen wir erstmal hier rüber. Alles andere sehen wir dann, wenn die Steine so sitzen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Boah, staubt schon ein bisschen was. Also gut, das ist ja normal. Ne? Ist ja auch nicht so, dass ich hier jeden Tag irgendwas absauge oder so. Also das bin ich kein großartiger Freund von. Am Bodengrund viel herum zu fuhrwerken. Das Ganze soll schon nach Möglichkeit eben sich ordentlich entwickeln können. So, mal gucken.
Ich denke mal, so nimmt er schon mal die komplette Optik von dem Lava so ein bisschen raus. Muss jetzt nur schauen, dass der auch möglichst auf dieser Position stehen bleibt. Ich denke mal, so könnte es was werden. Und ich werde jetzt auch direkt beginnen und den Lavafelsen ein klein wenig begrünen mit Taiwanmoos. Das klappt im Übrigen auch unter Wasser mit Sekundenkleber wunderbar. Ja, man muss da eben ein bisschen auch aufpassen, wenn man so hektische Fische drin hat, wie jetzt zum Beispiel hier die beiden Netzpinselalgenfresser, die eben doch sehr, sehr neugierig sind. Da muss man erstmal die ersten paar Sekunden so ein bisschen aufpassen, dass sie da eben nicht zu neugierig direkt dran schwimmen. Ansonsten könnte es natürlich blöde werden für die Tiere. Aber zum Glück härte das schon unter Wasser relativ zügig aus und bleibt dann auch da, wo es sein soll. Gut, die Klebestellen wird man ein bisschen sehen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Dauert aber nicht sonderlich lange und dann sind die optisch auch komplett verschwunden bzw. überwachsen. Ist ja das gleiche wie drüben im Bitterlingsbarben Artenbecken. Auch da hat es ja wunderbar funktioniert. Von daher sehe ich jetzt hier auch kein Problem, dass es hier nicht auch funktionieren sollte. Ja, hier sind überall noch lange Wurzeln der ebenerdigen Pflanzen. Das nehme ich jetzt mal direkt so ein kleines bisschen raus. Das ist im Übrigen kein Problem. Kann man schon ordentlich einkürzen. Das macht den Pflanzen überhaupt nichts. Solange ja, eben noch Wurzeln da sind, das ist hier definitiv der Fall, kann man das, was übersteht, in jedem Fall problemlos wegschneiden. So, direkt mal hier an diese Schnittkante zwischen der Lava und dem Flussgestein. Also das klappt, wie gesagt, auch unter Wasser richtig gut. Ich muss mir gleich noch ein paar Gedanken machen, was ich jetzt direkt vor die Lava pflanze. Die Cryptocurrine Broadleaf beziehungsweise die Wendy Broadleaf wird eben auch nicht ganz so hoch, die bleibt dann doch relativ flach. Das ja, könnte ein bisschen blöde aussehen am Ende, wenn dann eben doch noch ein bisschen zu viel von der Lava durchscheint oder im Hintergrund eben zu sehen ist. Aber ich habe rechts außen noch eine etwas größere werdende, die Cryptocurrine Usteriana. Es kann sein, dass ich mir die gleich mal hole und dann schauen wir mal, ob wir die irgendwie teilen können. Ich glaube, das wäre für hier den Bereich in jedem Falle die etwas bessere Wahl. So, das soll für den Lavastein genügend an Moos. Der Rest verwächst miteinander und wird dann hoffentlich richtig schön zügig alles komplett überwuchern und ja, dann eben diesen Stein komplett rausnehmen optisch. So, jetzt schaue ich mal eben, dass ich da noch ein bisschen Platz mache. Genau, und jetzt hier dann eventuell die Usteriana mit reinnehme. Ich ziehe sie gerade mal auf der rechten Seite raus und schauen wir mal, ob wir sie teilen können. Dürften sogar, glaube ich, zwei Einzelpflanzen sein. Ja, und da kriegen wir in jedem Falle was rausgeholt. Ja, die wird in jedem Fall auch ein bisschen üppiger, ein bisschen höher, ein bisschen buschiger und dürfte dann eben auch den Rest der Lava ganz gut verdecken. So.
allerdings noch ein kleines bisschen Sand organisieren. Schiebe ich jetzt einfach hier von da, von vorne noch ein bisschen was nach hinten. Denn hier werde ich jetzt in jedem Fall noch etwas feineren Kies drüber streuen. Na, damit das Ganze optisch einfach auch noch mal ein kleines bisschen aufgelockert wird. Denn nirgendwo liegen lediglich irgendwelche großen Felsblocken rum. Da gehören dann schon auch ein paar kleinere Steine in jedem Falle mit dazu. So, ich sehe jetzt leider nicht sonderlich viel. Deswegen verzichte ich erstmal auf das Auscovern hier im hinteren Bereich. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihr noch was erkennen könnt oder ob ihr schon komplett auf Blindflug seid. Ja, so ist das, ne? Im laufenden Betrieb etwas zu verändern am Becken kann eben dann doch auch mal eine etwas staubige Angelegenheit werden. So, das Ganze jetzt hier in jedem Fall ein bisschen flacher im Vordergrund und jetzt kann ich hier wunderbar ein bisschen Kies draufstreuen. Na, also ich werde jetzt hier keine sinnfreien Wege anlegen oder irgendwas, das wird jetzt ganz munter hier einfach eingebracht werden. Ah, Pastellgondelweibchen schon ziemlich neugierig, was da passiert. Das dürfte doch schon mal für den ersten Schritt gar nicht mal so schlecht sein. So, ich würde sagen, kurze Unterbrechung. Ich lasse das Ganze einmal ein bisschen aufklaren, wird ungefähr eine halbe Stunde dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. Gute halbe Stunde ist vergangen. Das Becken ist zwar immer noch nicht klar, aber es ist zumindest mal wieder etwas erkennbar. Auch die Lava im Hintergrund ist wieder zu sehen. Die war mal ganz kurz dann doch komplett verschwunden im Dunst. Und ja, ich bin erstmal soweit mit diesem ersten kleinen Teilabschnitt von der Neugestaltung soweit zufrieden. Das Taiwanmoos wird ja relativ zügig wachsen. Ja, das habe ich ja schon so oft erwähnt, dass es eigentlich ein relativ pflegeleichtes und auch sehr, sehr schnell wachsendes Moos ist. Von daher bin ich schon ganz guter Dinge, dass dann dieser Lavafelsen relativ zügig auch begrünt sein wird. Die Usteriana jetzt genau davor gesetzt, wird dann das Übrige hoffentlich erledigen und diesen Stein komplett rausnehmen. Ja, über diesen Pfahl, über diesen Holzstamm muss ich mir auch noch ein paar Gedanken machen. Natürlich ist die Wurzel der Monstera immer noch deutlich zu sehen. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch den restlichen Teil der Usteriana direkt mit davor setze. Ich glaube, das mache ich jetzt auch eben noch auf die Schnelle. Kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und auf die Schnelle ist eigentlich auch schon wieder genau das richtige Stichwort. Denn so langsam aber sicher kommt eben mein Zeitproblem wieder deutlich zum Tragen. Denn ich kann natürlich meine Jungs und auch meine Frau nicht Ewigkeiten hier aus dem Wohnzimmer rauslassen. Das ist natürlich schon ein kleines Problemchen. Auch jetzt gerade hier im Winter, na, Spielplatz und so, Geschichten fallen da erstmal komplett aus. Von daher, das Ganze hier wird uns definitiv ein bisschen länger begleiten, bis es dann mal so steht, wie ich es ganz gerne haben möchte. Aber gut, gut Ding braucht eben beide. So, den Rest der Usteriana eben auch noch fix hier eingebracht. Ich denke mal, die wird sich ordentlich verzweigen, ordentlich buschig hier dann durchwachsen und dann eben auch diesen Holzstamm hier definitiv noch ein bisschen rausnehmen. Ja, ich denke mal, ein paar Hölzer werde ich noch einbringen, um dann
das Wurzelwerk der Monstera hier noch so ein bisschen zu verstecken. Wir sind ja noch längst nicht am Ende. Na, jetzt fallen schon die ersten Steine um, zumindest auf dem Boden, also zum Glück nicht im Becken. Von daher alles gut soweit. So, mal schauen, ob hier irgendetwas eventuell sich angeklebt hat. Nein, die steht komplett frei. Ein paar Kleinigkeiten noch, so was den optischen Bereich angeht, um die Pflanze herum. Noch den einen oder anderen Stein positionieren und dann soll es das auch erst einmal für diesen kleinen ersten Teil gewesen sein. Bisschen Kies geht immer, ja, lockert die ganze Geschichte in jedem Fall einmal so ein kleines bisschen auf. Und ja, ich glaube, jetzt habt ihr so eine kleine Vorstellung, wo ich ganz gerne hin möchte mit dem Becken. Also in jedem Fall ordentlich freier Schwimmraum, dann eben auch generieren, so die kleinen Schwachpunkte so ein bisschen rausnehmen optisch, ne, wie eben diese drei großen Lavafelsen, die eben doch so ein kleines bisschen auch Störfaktor sind hier in dem Becken. Und ja, wenn man das sich so anschaut, wird es in jedem Fall noch ein bisschen Arbeit geben. Ne? Der restliche Teil vom Becken, je weiter man auf die rechte Seite schaut, sieht eben noch ein bisschen wüst aus. Ja, wenn die liebe Zeit nicht wäre, dann könnten wir hier stundenlang weitermachen, meinetwegen auch in einem Livestream. Ist allerdings räumlich bedingt nicht ganz so einfach, nicht ganz wirklich zu realisieren. Aber gut, der erste Abschnitt ist gemacht, nicht ganz ein Drittel. Am liebsten wäre ich ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt alles in allem 2 Stunden gebraucht. Und ja, ich würde mal sagen, der erste Eindruck, beziehungsweise die erste Grundidee habe ich euch, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Das Ganze soll definitiv ein bisschen geöffneter werden, ein bisschen freundlicher werden vom Unterwasserbild. Denn ihr seht natürlich, es ist ordentlich zugewachsen, wirklich freier Schwimmraum ist da nicht mehr viel. Und das soll sich in jedem Falle ein klein bisschen verändern. Ansonsten so die Schwachpunkte wie die Wurzeln und eben diese 3 Lavafelsen, die möchte ich ganz gerne optisch ein bisschen rausnehmen. Ich denke mal, das kann in jedem Falle jetzt so weitergehen, wie ich es jetzt hier begonnen habe. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier weiterentwickeln wird. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten bin ich natürlich auch sehr, sehr neugierig, was ihr von diesem ersten Teilabschnitt haltet. Ich denke mal, die Grundidee habe ich euch soweit rübergebracht und ihr könnt es euch mit Sicherheit vorstellen, wie ich das Ganze dann hier komplett gestalten möchte. So, ich würde sagen, Deckel drauf für heute. Das soll es gewesen sein. Es geht in jedem Falle die Tage am Becken weiter, denn jetzt habe ich Blut geleckt. Hat lange gedauert, um hier endlich mal diesen Start hinzubekommen, aber jetzt will ich natürlich mehr und ich werde natürlich jede Möglichkeit nutzen, um hier weiterzumachen. Kann sein, dass die nächsten Videos dann noch mal ein bisschen kürzer werden, ein bisschen kleiner werden, hier und da mal eine Kleinigkeit, um aber dann am Ende auch zum ganz großen Ziel zu kommen, dass das Becken dann endlich mal so steht, wie ich es mir eigentlich vorstelle. In dem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende, danke euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.